Mit seiner sportlichen Statur, blauen Augen und blonden Haaren eroberte Henning Baum schon früh zahlreiche Frauenherzen. Und auch heute kann sich der 49-jährige Schauspieler noch sehen lassen. In einer seiner ersten Fernsehserien mit Herz und Handschellen zeigte er sich schon mit Kurzhaarschnitt und 3-Tage-Bart. Aber schon davor übernahm Henning kleinere Rollen, wie zum Beispiel in dem Krimi Im Fadenkreuz, bis dass der Tod euch scheidet. Schon damals galt Henning als Frauenschwarm. Seinen größten Erfolg verdankte er seiner Rolle als Macho-Polizist Mick Briskau in Der letzte Bulle. Um für seine Rolle fit zu bleiben, ist Sport ein wichtiger Bestandteil seines Alltags. Dabei geht der Schauspieler auch bis an seine körperlichen Grenzen. Ich boxe gern und mache dabei sehr anstrengende Gymnastik, wird er in der Gala zitiert. Und das sieht man. Mit seiner muskulösen Figur kann er auch heute noch gut mit seinen jüngeren Schauspielkollegen mithalten. Dabei hatte Henning eigentlich nie geplant, Schauspieler zu werden. Als Sohn eines Arztes wollte er in die Fußstapfen seines Vaters treten und Medizin studieren. An der Schauspielschule in Bochum fand er jedoch seine Leidenschaft für die Bühne. Daraufhin folgten Auftritte in Polizeiruf 110 und Der Kommissar und das Meer. Er spielte dabei meist starke und männliche Rollen, wodurch er sich eine Fangemeinde aufgebaut hat, die aus zahlreichen Verehrerinnen besteht. 2020 zeigte Henning in dem Film Jim Knopf und die wilde 13 eine ganz neue Seite von sich. Mit kleinem Bäuchlein statt Sixpack, Vollbart und Pfeife im Mund spielte er hier die Rolle des Lokomotivführers Lukas. In seinem letzten Projekt, der Komödie Catweasel, war er an der Seite von Otto Waalkes zu sehen. Hier zeigte er sich gewohnt charmant. Egal ob lässig auf dem Motorrad oder mit der Axt über der Schulter, der Schauspieler überzeugt nicht nur mit seinem Erscheinungsbild, sondern auch mit seinem Schauspieltalent. 2022 ist er in der neuen RTL-Serie Der König von Palma zu sehen. Das 6-teilige RTL-Plus-Original zeigt, wie Mallorca zur Touristenhochburg aufstieg. Außerdem geht es darum, wie hart umkämpft das Millionengeschäft mit den wiedervereinigten deutschen Touristen der 90er war. Matthias Matti Adler, den Henning Baum verkörpert, zieht mit seiner Familie aus seinem geborgenen Umfeld in Deutschland nach Mallorca. Dort wollen sie an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnen. Um Erfolge zu verbuchen, müssen die Auswanderer an ihre Grenzen gehen. Erpressung, Bestechung und Gewalt stehen auf der Tagesordnung.